Im stimmungsvollen Ambiente des Gewölbekellers von Anton Wagner fand das Mandolinenkonzert der Gruppe Mescolanza den idealen Rahmen. Ihr Programm Melodie Internationali setzte auf bekannte Melodien aus Film und Fernsehen, vor allem Stücke, die im Original auch Mandolinenklänge beinhalten. Die Band Mescolanza mit der Hofe Elisabeth spielen hauptsächlich Mandolinen. Ich kenne die Gruppe selbst auch nicht, aber es ist ein von melancholisch angehauchten, auch ganz bekannte Lieder werden spielen. Wir lassen uns einfach überraschen. Wir präsentieren Mandolinenmusik. Die Mandoline ist ein Instrument, das man leider viel zu selten hört. Und wir haben uns konzentriert auf Filmmusik und präsentieren auch spanisch, französisch, italienische Chansons. Die Mandoline klingt so leicht. Das Spiel auf dem Instrument ist hingegen nicht einfach. Ich lerne seit 1,5 Jahren bei unserer ersten Mandolinistin, bei der Natalia Maraschowa. Und die Technik ist nicht ganz einfach, ja, man muss schon sehr viel üben, aber es zahlt sich aus, es klingt so schön. Es ist auf jeden Fall ein sehr schönes Instrument, ich glaube, dieses Tremolo ist schon kompliziert, aber es ist ein sehr interessantes Instrument, also mich reizt es, das zu lernen jetzt. Ja. Im Kellergewölb ist die Akustik jedenfalls gut und die Gemütlichkeit für die Gäste ist auch gegeben. Für kleinere Auftritte findet man hier eine ideale Bühne. Ja, die Kulisse ist einfach der Wagner-Dom, ist erbaut wunderschöne Gewölbe, das kennt man. Und unser Kulturverein, es ist sozusagen, die Gewölbe wurden bis jetzt immer genutzt, vor allem aus Schaugewölbe. Und wir haben uns gedacht, wäre ja schade, wenn die restliche Zeit diese wunderschönen Räume einfach leer stehen würden. Und deswegen ist eigentlich auch dieser Kulturverein entstanden, dass wir gesagt haben, wir haben ein wunderschönes Ambiente und wollen das nutzen. Und wir nutzen es auf diese Art und Weise, dass wir schauen, dass wir möglichst viel Kultur auf die Bühne in die Gewölbe bringen, unterschiedliche Kulturen. Was uns sehr wichtig ist, dass wir auch Künstler aus der Region einladen. Und das ist auch heute wieder der Fall. 2007 haben wir den Kulturverein gegründet. Es war uns ein Anliegen, unsere Schaugewölbe der Kultur zur Verfügung zu stellen. Und wir freuen uns auch, wenn das Gruppen nützen. Wir laden im Kulturprogramm des Vereins selber Gruppen ein. Wir bieten aber auch unsere Kulturgewölbe jungen Musikern und Musikschulen gratis an, dass sie eine Bühne haben, wo sie in einem netten Ambiente auftreten können. Die internationalen Melodien von Mescolanza waren regelrechte Ohrwürmer und werden mit ihren Mandolinenklängen noch lange nachhallen.